So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und es ist so kalt. Ich friere wie ein Schlosshund, hätte der Klaus jetzt gesagt. Könnt ihr nicht kennen, ich weiß, das war alles vor eurer Zeit, ne? Wir haben jetzt was richtig Fettes, denn wenn euch mal wirklich kalt ist und ihr friert, was gibt's dann Besseres, als ein bisschen zu schlemmen? Deshalb haben wir hier von Stork Dickmanns Berliner. Ihr kennt Dickmanns von Stork oder auch Mohrenküsse oder Negerküsse, Mohrenkopf oder Bimbo-Schmatzer genannt. Das klingt aber alles sehr rassistisch, vor allem Bimbo-Schmatzer. Wer sagt sowas? Ansonsten hat man ja immer Negerkuss gesagt, aber Neger ist auch böse und Mohrenkopf ist das Heftigste von allem. Deswegen, ihr kennt Dickmanns Schaumstoff, Küsse, wie auch immer, und ihr kennt Berliner. Und jetzt hat Stork sich gedacht, ich mache einfach einen Dickmanns Berliner. Wie das aussieht, sehen wir hier. Das ist nämlich dick limitiert. Leider stehen die schon seit 200 Jahren im Kühlschrank und Pupsi hat schon alle gegessen. Beziehungsweise hat die irgendwie einen gegessen und die anderen habe ich alle gegessen. Ich habe aber jetzt erst dran gedacht, da mal ein Video zu machen. Mindestens haltbar bis 23.03. Das ist gut. Das heißt, es ist gerade noch in der Zeit. Bis das Video online kommt, wäre es aber wahrscheinlich dann zu spät. Da sind 6 Stück drin. Und ich habe dir noch gar nicht von vorne gezeigt. Das sind die Dickmanns Berliner. Eine Mischung aus Berliner und Dickmanns. Was ist ein Berliner? Ein Berliner ist ja im Prinzip ein Krapfen. Manche sagen auch Krebbel oder sonst was. Also Krüppel, ne? Warum auch immer. Und da ist immer so Marmelade drin, irgendwas. Jetzt hat sich Dickmanns gedacht, wir basteln unsere eigenen Berliner. Und wenn wir hier reingucken, haben wir hier noch genau 2 Berliner. Guck mal, die sehen genau original aus wie Berliner Krapfen. Nur, dass es keine Berliner sind und keine Krapfen, denn das sind einfach Dickmanns. Die haben hier außen nämlich einfach Schokolade und innen drin Schaum, wie beim Dickmanns, aber zusätzlich noch Marmelade mit hier gefüllte Schaumküsse mit Himbeerfüllung. Das ist auf jeden Fall richtig genial, die gab es also zur Karnevalszeit. Jetzt ist gleich wieder Weihnachtszeit, wenn es so weitergeht mit dem Video. Ich möchte jetzt trotzdem mal, ich glaube, ich esse einfach beide, weil es so kalt ist draußen, muss ich beide essen. So sieht er aus. Sieht aus wie ein kleiner Krapfen, also wie ein kleiner Berliner, wie ein kleiner Krebbel. Aber unten seht ihr schon, sieht aus wie ein Bimbo-Schmatzer, also wie ein Negerkuss, also wie ein Mohrenkopf, also wie ein Schaumstoff. Wie ein Schaumkuss, so rum. Ich blick da eh nicht durch. Wenn ihr das jetzt mal durchbeißt in der Mitte. Dann können wir hier in den Schaumkuss reingucken. Wie ein Berliner ist der Krapfen, der Krebbel also gefüllt mit, ich sehe keine, ich sehe halt einfach keine Marmelade im Moment. So, hier jetzt aber, seht ihr das? Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's endgültig. Jetzt habe ich ein Loch im Zahn. Das ist so jetzt in den Zahn gefahren. Das tut so höllisch weh. Nur wegen dem Schaumkuss, weil der so süß ist, der ätzt euch alles weg. Das also Schaumkuss, ne? Mit Schaum und mit Marmelade drin, wie ein Berliner, wie ein Krebbel, wie alles dabei. Ist irgendwie ultra fest geworden, keine Ahnung. Vielleicht hatte ich die einfach zu lange im Kühlschrank rumstehen. Ansonsten habt ihr auch schon trotzdem diese Schokolade. Aber eine helle Schokolade, dass das eben aussieht wie ein Berliner.
Ich muss aufpassen, ich darf jetzt nur auf der linken Seite kauen. Und wenn ich auf der rechten Seite kau, dann ist das Folter, ja. Und wer wird schon gern gefoltert werden? Hier habt ihr da ganz, ganz zart solche Kokosstreusel drauf, die den Puderzucker darstellen sollen. Unten ganz typisch für den Schaumkuss, ich muss immer gucken, wie es heißt, eben diese Waffel noch mit dabei. Ist also eine sehr interessante Kombination. Wer gern so Schaumküsse isst, sollte da unbedingt sich auch mal so eine Packung gönnen, die es bestimmt jetzt nicht mehr gibt. Vor allem, wie heftig die aussehen hier vorne. Da guckt euch das Himbeermarmeladenauge an und sagt: Ja, Bruder, was geht? Und wenn ihr dann reinbeißt, ist da einfach gar nichts. Vielleicht hatte ich auch nur Pech. Wir versuchen jetzt am Ende einfach den hier mal ganz zu essen, ganz reinzustecken. Dann war es das eigentlich auch schon mit dem Video. Wenn ihr das kennt, schreibt es auch mal rein. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Hier steht extra jetzt drunter, ohne Schokolade. Was ist das denn? Ist das keine Vollmilchschokolade? Was soll das sein? Diese Hülle. Ohne Schokolade. Oh, jetzt ist einfach das Ganze. Jetzt sind die ganzen Schokoraspeln da raus. Jetzt auf jeder Party ein Genuss. Die lecker gefüllten Berliner Schaumküsse. Feine Kokosflocken. Fruchtige Himbeerfüllung. Und? Ohne Schokolade. Glucose, Fructose, Sirup. Ich verstehe kein Wort. Milch, Zucker, Buttermilch, Pulver, Waffel. Das hat gar keine Hülle, das ist einfach nur Schaum. Der Schaum ist außen schon so alt und abgeranzt, dass der schon dunkel geworden ist. Also denkt nicht, dass das Schokolade ist, das ist abgeranzter Schaum. Wir werden den jetzt mal ganz reinstecken und mal ganz probieren. Mal gucken, was der Zahn sagt. Alles auf der Seite. Boah. Also da hätte man auch ultra eine Challenge draus machen können. Nämlich eine Packung Dickmanns Berliner essen und gucken, wie lange man dafür braucht. Das wäre aber so heftig geworden, weil als Pupsi mir letztens einen angedreht hat, ich habe einen gegessen. Mir war so schlecht, weil die so stopfen und so sahnig sind und so heftig übertrieben mit dieser Creme, mit dieser Füllung. Jetzt habe ich gerade zwei gegessen und weiß wieder, warum die ganze Zeit noch übrig waren, weil du einfach nicht viel essen kannst. Jetzt kann ich 10 Jahre lang nichts mehr essen, weil ich satt bin von diesen komischen Kräbbeln. Jetzt habe ich hier die ganze Schokoraspel. Ach, egal. Irgendwann wird gekehrt, dann ist das alles wieder weg. Das wäre eine heftige Challenge. Wer die noch hat, esst mal so eine Packung, 6 Stück, und guckt mal, wie lange ihr braucht. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Krebbel.